es denn für dich, vor heimischer Kulisse hier in Marbach zu reiten? Ja, in Marbach zu reiten ist natürlich immer großartig. Das ist hier das größte Vielseitigkeitsturnier, das wir in Baden-Württemberg haben und auch eines der ganz besonderen in Deutschland. Das ist immer auf jeden Fall ein Highlight. Du warst nicht ganz in der Zeit gerade im Parcours. Es ist auch immer schwierig hier in Marbach. Wie hast du dich darauf vorbereitet und wie hast du das mit der Zeit eingeschätzt? Naja, also ich habe mich vorbereitet, haben wir uns über die Prüfung, die wir vorab geritten sind. Da war zum Beispiel Rad auf Zell, das auch sehr hügelig ist als Zweistern. Aber am Ende habe ich ein ziemlich junges Pferd geritten, der ging seinen ersten S-Kurs und von daher war die Zeit zweitrangig. Ich habe versucht, zügig zu reiten, aber so, dass ich ein gutes Gefühl hatte und eine vertrauensvolle Runde reiten konnte. Du hast ja drei Pferde hier mit in Marbach dabei, zwei in der Einsterne noch und einen in der Dreisterne. Welches davon ist denn dein vielversprechendes Erfolgspferd? Also im Moment natürlich der jetzt hier drei Stern ging, weil das mein nächstes Dreisternpferd sein soll. Und da möchte ich gerne drauf hinarbeiten. Und was sind dann die weiteren Ziele im Turnierkalender? Der Giacomo, denke ich, wenn er das jetzt gut wegsteckt, hat er jetzt erstmal eine kleine Pause und danach kann man auf jeden Fall auf 2-3-Stern-Niveau weitermachen. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Okay, alles klar, dann viel Erfolg dabei. Vielen Dank.